habe gesehen, das Stellungsspiel des jugoslawischen Torhüters. Zeigt Mladen Fralija Souveränität. Flügel und kam auch durch. Rolf scheitert hier an Fralija, der immer besser wurde. Als dieser Freistoß von Alberts kommt, es hat nichts geholfen. 5:1, 2 Minuten nach dem Ehrentreffer. Kovacevic war 7 Minuten vor seinem Torerfolg für Svenkmej ins Spiel gekommen. Zweiter Manndecker Andrej Panadic, der Kroate, ist kopfballstark. Es flankt Hollerbach. Und es köpft Panadic, 22. Minute, der verdiente Ausgleich. Stefan Schnoor, Andrej Panadic, 39. Minute, die doch leicht überraschende Führung des HSV. Ivan Buljan, ich sagte er schon, bester Spieler auf dem Platz. Vor allen Dingen seine Aggressivität zur Viertelstunde war dann die Stunde von Ivan Buljan. Sein 3:0 in der 73. Minute nach herrlichem Alleingang. Buljan, 1:1. Ausgleich in der 56. Minute. Buljan. 11. Minute, der HSV führte 1:0. Ist gut, Ilicevic, ein super Tor! Und der HSV führt! Van der Vaart, kein Abseits, Ilicevic, auch wenn Dortmund reklamiert, Tor! 2:1, der HSV in Führung! Ilicevic mit Dinkmeier, Ilicevic, Ilicevic, Tor! 1:1! Manavikia, da haut er drauf, da ist er drin! Das ist nicht wahr! Niko Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier. Manavikia, wer wird ihn treten? Manavikia, Kovac, 3:1. Niko Kovac krönt seine Leistung. Und jetzt wieder allein und wie? Ein Riesentor! Der Kopf und Olic ist nicht mehr zu stoppen, umkurvt Weidenfeller und erzielt das 2:0 in der 33. Spielminute. Petric hit it! Oh, scored! Rocket! That bear flew!
lass ihn drinnen. Elia nochmal Petric. Was für ein wunderschönes Tor. Und da sagt Petric.